Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Kapital berechnen kannst, wenn die Monatszinsen und der Zinssatz gegeben sind. Dazu habe ich hier ein entsprechendes Beispiel vorbereitet. Ich werde wieder, wie auch bei den anderen Videos zu diesem ganzen Thema, ohne Formeln rechnen. Das kannst du genauso machen. Den Rechenweg kann man sich dann sehr gut merken und ohne Formeln auswendig lernen zu müssen, wirst du also auch solche Aufgaben dann locker berechnen können. Ja, schauen wir uns die Aufgabe nochmal eben genau an. Also Herr Kaiser möchte ein monatliches Einkommen von 1.300 Euro nur durch Zinsen erzielen. Berechne das benötigte Kapital, wenn er sein Geld zu 1,5% anlegen kann. Also hier hinten haben wir auf jeden Fall den Zinssatz, das sind 1,5%. Und das sind natürlich Jahreszinsen. Jetzt hat er hier ein monatliches Einkommen von 1.300 Euro durch Zinsen. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie das erstmal angleichen auf ein Jahr, weil wir ja einen Jahreszinssatz haben und Monatszinsen. Und danach können wir dann das Kapital berechnen. Das heißt, wir haben hier wieder zwei Schritte, wie schon häufiger in der Zinsrechnung. Und das heißt, ich mache hier auch dann zwei kleine Tabellen, um das dann in zwei Schritten auszurechnen. Also, so und so bereite ich das schon mal vor. Ja, und in einem ersten Schritt werde ich dann also erst auf das Ganze aufs Jahr beziehen. Und im zweiten Schritt dann wirklich das Kapital dann für das Jahr ausrechnen. Denn ich weiß ja nur, dass er 1.300 Euro pro Monat bekommt. Das heißt, ich muss überlegen, ich will ja wissen, wie viel bekommt er pro Jahr. Ich habe also hier hinten einen Betrag in Euro und hier habe ich die Zeit in Monaten, ja. Und in einem Monat bekommt er 1.300 Euro. Die große Frage ist, wie viel bekommt er in 12 Monaten? Das ist ja dann das ganze Jahr. Und ja, da sehe ich, hier habe ich ja schon die 1. Ich kann also direkt auf die 12 gehen. Ich muss nicht mehr über 1 gehen. Ich bin ja hier schon auf der 1. Also einfach halt 12 mal so viel. 1.300 mal 12. Rechne ich hier mit dem Taschenrechner. 1.300 mal 12 ist gleich 15.600. Das heißt, er muss Zinsen erzielen von 15.600 Euro im Jahr. Das heißt jetzt hier, wir wollen ja am Ende wissen, wie viel Kapital muss er anlegen. Das heißt, wir kriegen ja einen Betrag raus in Euro. Und auf der anderen Seite haben wir dann den Anteil in Prozent. Und wir wissen, dieses hier, diese 15.600 Euro, das soll ja von diesen 1,5% kommen. Das heißt, diese 15.600, das müssen die 1,5% sein. Also 1,5% sind 15.600 Euro. Und die Frage ist dann, wie viel sind denn dann 100%? Das ist ja das Kapital, was ich brauche, damit dann halt 1,5% im Jahr 15.600 Euro bringen. Und diese 15.600 Euro, die bringen dann pro Monat 1.300 Euro. Ja? Ja, hier gehe ich dann über 1. 1%. 1,5 auf 1. Ich muss einfach geteilt durch 1,5 rechnen. Also immer durch die Zahl, die da halt steht. Weil 1,5 durch 1 ist natürlich 1 und im zweiten Schritt dann mal 100.
Da muss ich dann das Gleiche machen, geteilt durch 1,5 mal 100. Ich nehme wieder den Taschenrechner, die 15.600 habe ich hier noch, geteilt durch 1,5, das sind 10.400 Euro, mal 100, das sind ganz viel, 1, 2, 3, jo, das sind 1.040.000 Euro. Ja, also er müsste 1.040.000 Euro anlegen, um monatlich 1.300 Euro an Zinsen zu erhalten, wenn er das Geld zu 1,5% anlegen kann. Ja, das ist eine Menge Geld. Das dürfte schwierig werden. Da kann man sich wahrscheinlich was Besseres überlegen mit seiner Million, als das einfach aufs Konto zu legen. Gut, aber ich hoffe, dass die Rechnung zumindest klar war. Lass mir sonst gerne noch eine Frage im Kommentarbereich da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!